Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Heute, wie in der letzten Folge angekündigt, besuchen wir eine neue Map und versuchen dort natürlich automatische Holzproduktion. Genau, das war's. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchen ich schon war. Auf der sind wir, ja. Ich glaube, auf den beiden waren wir noch überhaupt nicht. Wir schauen einfach mal in die Wüste rein. Stand ja da, Desert Valley. Ja. In der Zeit, wie das ladet, gönne ich mir einen Schluck Kaffee. So, na dann, komm, lad mal schneller hier. Waren wir hier nicht schon? Ich weiß das gar nicht mehr. Waren wir hier oder auf der anderen? Auf jeden Fall sieht das hier sehr einladend aus. Aber hier wird es nicht viel Holz zu farmen geben. Das ist natürlich schade wiederum. Ja. Gibt es hier wenigstens ein Eisenvorkommen? Wenigstens auch direkt am Portal? Oh. Ey, ich glaube, der hatte zu wenig Essen abbekommen. Auch hier waren wir tatsächlich noch überhaupt nicht. Ja, und es wird natürlich Nacht. Das ist ja immer die schönste Zeit überhaupt. Aber man müsste noch was erkennen. Hier ist es wieder etwas heller. Okay. Ach, die Sonne geht gerade auf. Ja. Hier ist schon wieder ein Skelett. Höh. Da ist ein Skelett. Das müsste ein Stein sein. Okay. Ich dachte, das wäre wieder so ein riesen Steingolem. Da ist ein Lager. Lol, in dem. Was ist das? Brustkorb? Das sind auf jeden Fall Rippen. Ja, haben diese. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ihre Base aufgeschlagen. Oh, Kiste. Hä? Was ist das denn? Höhendrache! Geh! Geh weg! Ich hab nichts, ich schmeck nicht gut! Lass mich! Hilfe! Der lässt nicht ab von mir! Was ist denn, wenn ich dich schlage? Bist du dann sauer auf mich? Das bist du ja jetzt schon! Da ist er! Alter, wie wenig... Nee, oh! Hilfe! Der ist Level 17, ich bin Level 23 und ich mache kaum Damage! Oh.
Okay. Oh, du gehst mir aber auch gerade aus dem Pisser hier. Jetzt verschwinde. Und das ist noch eine einfache Map. Holy shit! Ich glaube, da waren wir schon. Wir verlassen erstmal die Wüste, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu krass mit dem Drachen. Da muss ich auf jeden Fall bessere Waffen und Rüstung haben. Die Goldschwerter machen 200 Attack Damage und ich habe nur 5 Damage gemacht. Das ist mir ein bisschen. Boah, ja. Genau. Da müssen wir, brauchen wir auf jeden Fall bessere Waffen, ne? Bis jetzt haben wir jeden Boss alleine legen können. Hier waren wir schon, genau. Okay, dann würde ich sagen, wir decken mal eine komplett neue Map auf. Die da. Ui, was ist das denn? Lol, was ist das denn? Sah auf jeden Fall geil aus. Was? In order to extract tier 2 skills, you must extract container number of tier 1 kills. Was? Es tut mir leid, ich verstehe null Englisch. Einiges zumindest. Und was? You need Poison Resistance Level 1 oder höher. Ich habe nichts, was mir gegen Gift hilft. Du siehst aus, als ob du mich gleich hauen tust. Die kriegen genauso wenig Schaden. Hier, Needle. Used to craft für irgendwelche Stäbe. Okay. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Das sind nur 7 Attack Damage. Aber holy, sieht das geil aus. Da hinten ist Kristall. Ich gucke mich jetzt hier nur um. Ich werde nicht lange hier bleiben. Denn ihr seht's ja, mein Leben geht rasant runter. Aber holy, das sieht geil aus. Na komm, ich schaff's noch, bevor ich im Wasser lande. Nice. Ey, das sieht ja mal richtig Hammer aus. Hab ich noch? Ja, ich hab noch. Oh, da fehlt mir Holz. Das, wo wir jetzt hingehen, ist eine Map mit 4 Inseln. Wir haben es unten gesehen. Unten rechts in der Ecke war, wie wir gerade eben waren, in so einem Dschungelbiom. Eine Wüsteninsel, dann so eine rote, keine Ahnung was. Ja, Vulkan. Und das ist dann das Schneebiom, was da hinten sein müsste. Geil.
Aber hier kann ich auch nicht wirklich, außer vielleicht da oben irgendwo meine Saw aufbauen. Habe ich die überhaupt dabei? Ja, hab ich. Ey, das sieht aber... Ja, ja. Okay. Moment mal, da hinten in dem Biom kriege ich ja Poison Damage. Dann werde ich dort Hitze Damage kriegen. Kann es sein, dass ich dort Kälte Damage kriege? Das wäre mies. Aber das sieht... Oh, eine Kiste. Das sieht aber auch nicht gerade so aus, als ob man da irgendwie ja eine automatische Holzfarm platzieren könnte. Oh, doch, da hinten. Na los, hoch ja. Okay, Schaden kriege ich bis jetzt noch keinen. Toi, toi, toi. Ah, da ist so ein Turm. Okay. Ja, ich würde sagen, wir testen das jetzt hier einfach mal ganz kurz mit der Säge aus. Das. Und... wir werden das hier brauchen, bestimmt zum Anfang noch. So, die 6. Einmal drehen, bitte. Und das sieht hier schon mal richtig scheiße aus. Jetzt. Was jault mir dann? Oh, so ein komischer Hund. Dann die 8 einmal. Dann die 7. So, und wenn die Saw hier wieder ins Wasser geht, weil die so doof ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann muss man das wirklich mit diesen Baum-Saplings machen. So, jetzt hier mal ganz kurz dicht bauen. So. Und da geht's nicht durch den Baum. Ja, da geht's nicht durch den Baum. Und wir gucken mal. Arbeitest du jetzt bitte? Ja! Sie arbeitet! So. Die Drohne ist losgeflogen. Die müsste jetzt das Holz einsammeln. Leute, warum habe ich 3 solche Drohnen gemacht? Aber ganz ehrlich, das nutzt mal aus. 8. So. So und so. Die 7. Einmal Sneak bitte, danke. Unsere automatische Holzproduktion. Geil. Hier, ich möchte nämlich dort auch rankommen. Habe ich eventuell noch eine Bodenplatte? Ja. Einmal dahin.
Nein, das nicht. Nein, das auch nicht. Die 5 war das. Und dann gehen wir halt von der Seite rein. Das ist mir auch Latte. Drei Holz und es wird weitergemacht. So, zu welchem Baum fährst du jetzt? Alles klar. Wir haben unsere automatische Holzproduktion. Geil! Das heißt, wir können uns jetzt ganz in Ruhe der Map widmen. Wenn ich jetzt hier natürlich auch noch Eisenvorkommen finde, so ein Ding hier mit ganz viel Eisen, wäre ich happy. Da würde ich hier eine ganze Weile verbringen und ja, Ressourcen farmen lassen. Ah, die nehmen wir alle mit. Aber ist eine schöne Map, also ja. Wow. Ich krieg Kältedamage. Ja. War aber irgendwie zu erwarten, ne? Aber die sieht einfach Hammer aus, die Map. Das müsste Kristall sein. Oder ist das irgendein Eis? Nee, ist Kristall. Okay, den kann man nicht abbauen, obwohl der so aussieht. Ah, hier gibt es Füchse, okay. Aber irgendwie keine speziellen besonderen Mobs. Wo ich sagen würde, was ist das? Freezing Silver Ore. Oh Gott, da muss ich ja wieder alles waschen. Wo war ich? Achso, keine speziellen Mobs, die irgendwie eventuell nur in diesem Biom spawnen. Irgendwelche Eismobs oder so, die eventuell auch gefährlich sind. Weil wirklich gefährliche Tiere sind, gibt es ja bisher, wenn es Tag ist, nur diese blauen, grünen und mittlerweile lilanen Knubbelfiecher. Orks, Goblins oder was das alles ist. Aber, ja, und nachts dann noch die Skelette und Werwölfe, aber mehr wirklich noch nicht. Boah, das sieht aber geil aus. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Geil. So, das haben wir jetzt eben mal umrundet. Ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück. Okay, hier kriege ich Hitzeschaden. Ich müsste jetzt mal das Essen hier runterholen. Was ist, wenn ich hier drauf gehe? Nix. Kann ich das abbauen? Nein. Kriegst du nicht im Wasser auch Schaden? Au. Au. Ja. Okay. Kriegst du Schaden? Der kriegt natürlich im Wasser keinen Schaden. Das ist ein bisschen fies. Alle anderen Mobs bekommen Schaden. Aber wir haben jetzt in der Wüste in der letzten Folge oder diese Folge sogar einen Drachen gesehen. Wir haben jetzt hier beim Vulkan einen Drachen gesehen. Holy shit! Was kommen denn hier noch für Mobs, bitteschön?
Droppst du irgendwas Bestimmtes? Appleseed Bone Animal Flesh. Nee. Schade, ich dachte, die droppen irgendwas Besonderes. Hätte mich zumindest gefreut. Ach, Eisen, das brauchen wir für Stahl. Wir wollen ja unser Lager irgendwann fertig bekommen. Aber ich werde jetzt nicht alles mitnehmen. Mal ein bisschen rumgucken. Hier, da ist eine Kuh. Da sind wieder Skelette. Da oben. Da oben ist eine Kiste. Komm, die snacken wir uns. Einmal ganz kurz hier healen. Und einmal das essen, ne? Boah, wenn man nicht so viel Platz bräuchte, könnte man hier oben eine richtig geile Base aufbauen. Hallo? Ich würde gern da hoch. So. Okay, irgendein Schwert wieder und Eisen, ne? So, hier haben wir schon das erste Dungeon. Und ich glaube, das ist wieder so ein Minenschacht-Dungeon. Ja. Da werden wir jetzt noch nicht reingehen, denn ich würde gern eine bessere Picke haben mit mehr Haltbarkeit. Aber das sieht halt einfach richtig geil aus. Das hier müsste wieder Kupfer sein. Hier ist wieder ganz normal. Okay, wir waren jetzt die ganze Zeit in einer ganz normalen Wüste. Da unten ist eine Kiste. Ja, Eisen, ein Eiseningot. Wow. Ich habe Dumbo gefunden. Eins ausgewachsenes Dumbo. Die anscheinend ein bisschen buggy sind. Ja, okay, das kann man halt alles wieder schön verkaufen. Und durch den Sand sehe ich gerade sehr wenig. Okay. Ja, ich habe das Spiel durch, ich habe den fliegenden Busch gefunden. Haha, nein. In der nächsten Folge werden wir uns die Map weiter angucken, denn wir haben ja hier oben noch was. Das müsste dann der Dschungel sein. Ja. Und dann mal schauen, was wir machen. Offscreen werde ich auf jeden Fall alles Mögliche abfahren, was ich hier finde. Und zum Abschluss werde ich jetzt mal, wir haben es ja auf der anderen Wüstenmap gesehen, mich in die Luft blasen lassen. Hui! Hey, Kiste! Ein Kamel. Stirb! So. Oh, die droppen Öl. Also nicht die Kamele, sondern dieses, Ork-Goblin-Dingsbums-Teil. Ne? Ihr wisst Bescheid. Die da. Ja. Okay, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge werden wir weiter erkunden. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da.
Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.